Das ist echt nicht normal, Leute. Heiliger Allmann, das sieht so heftig aus. Der Typ ist einfach in dieser Box drin, Mann. Das sieht aus, als hätte ich jetzt hier Experiment 1006 gemacht. Alter, leck mich fett, ist das nice. Moin, Leute, und herzlich willkommen zu einer Folge von Five Night at Hoggies, Digga, was? Guckt euch das mal an, Leute. Was geht denn da ab? Das glaubt mir kein Mensch. Leute, Huggy Wuggy kann jetzt reden. Ey, ich hab Five Nights at Freddy's gemoddet. Digga Kuss geht auf jeden Fall raus. Und wir zocken jetzt Five Nights at Freddy's mit Huggy Wuggy. Also Five Nights at Huggy Wuggy's. Ja, Leute, wenn ihr das feiert, lasst ein Like da, es geht endlich los und wir spielen das Game. So, wir gehen mal hier raus und gucken uns Huggy Wuggy mal genauer an. Wow, Alter, lasert der Typ eigentlich durch? Leute, ich bin Kind, anscheinend in einem Einkaufszentrum, ganz wild. Gregory sogar. Wie sieht auf jeden Fall richtig wild aus, okay? Warum steht da noch Freddy? Cool wär's, wenn da Huggy stehen würde, ne? Egal, Leute. Das ist Freddy als Huggy Wuggy verkleidet, glaube ich. Guckt euch mal das Gesicht an, Mann. Die Mod ist experimental, muss ich dazu sagen. Und die muss auf jeden Fall noch deutlich optimiert werden. Aber wir sehen hier gerade Sicherheitswächterin, Leute. Wir dürfen ihr nicht vertrauen. Wir kriegen eine Fastwatch von Huggy. Ja, was ist das denn? Hast du das gerade gesehen? Ich nehme das einfach, Leute. Alter, ist das witzig, ne? Ich bin mal gespannt, wenn er sich gleich bewegt, wie das dann aussieht. So, wir schauen mal. Wir haben jetzt hier eine Nachricht bekommen. Huggy bringt mich zum Haupteingang. Er kann diesen Raum mir nicht verlassen. Es gibt eine Taste zum Öffnen der Wartungskammer. Aber ich wurde so programmiert, dass ich sie nicht bemerke. Huggy, wurdest du programmiert oder was? Ja, das kriegen wir schon hin. Ich muss jetzt hier anscheinend erstmal diese Taste aktivieren. Und wir müssen jetzt Huggy irgendwie aus seinem Raum befreien, ne? Okay, Huggy, ich befreie dich. Kein Problem. Wir klettern hier mal durch den Schacht durch und gucken mal, was hier so abgeht. Ich soll jetzt irgendwie Huggy rauslassen. Oha, da sind das eigentlich Spinnenweben. Wer redet da? Ist das Roxy? Oha, Leute. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, dieser Fuchs oder was. Aber okay, wir gucken erst mal weiter. Was geht denn da ab? Wer macht denn da so einen Krach? War da gerade irgendjemand, der die ganzen Möbel verrissen hat und so? Leute, ich kenne mich in FNAF nicht ganz so gut aus. Aber wenn ich das hier so sehe, ne? Ey, ganz ehrlich, ich hätte schon mal Bock, mich hier reinzuhacken, ne? Da flippt irgendeiner. Eigentlich hätte ich echt mal Bock, mich durch diesen Schacht zu hacken. Falls ihr da auch Bock drauf hättet, Leute, dann Hashtag Hack in die Kommentare. Gucken jetzt aber erstmal weiter. Ich höre jetzt hier, oha, einen saftigen Vibe auf jeden Fall. Irgendjemand spielt da Musikinstrument. Kann ich auch schneller gehen? Ja, kann ich. Hallo? Ui. Das ist Chica, Leute. Chica! Baby, die ist ja richtig unterwegs. Man sieht sie nochmal hier, ne? Spielen. Uff. Wir sind jetzt in der Shopping Mall, Leute. Ich gehe mal hier raus. Die gucken halt auch gar nicht hier rein. Oha, Leute. Huggy und die Gang sind ganz schön müde. Und wir sollen uns jetzt alle wegbewegen, weil das Geschäft zu hat. Das macht jetzt zu, ne? Hier ist der Typ, der so viel Krach macht. Hat er gerade gegen die Fensterscheibe gehauen? Montgomery Gator, der Krokodilo. Entspann dich mal. Also hier steht, Monty muss sich für die nächste Show ausruhen, ne? Das sieht aber gerade so aus, als würde er seinen ganzen Laden da auseinandernehmen. Kann man da überhaupt rein? Sicherheitspassstufe 5. Ja, kann man. Interessant. Ich glaube, die irgendwie, ich habe das Gefühl so, die funktionieren doch alle recht gut, oder nicht? Da steht Huggy, ne? Hallo, Huggy. Moin. Hallo, was geht? Ey, ich kann's nicht glauben, dass ich es echt gemacht habe. Redest du noch oder wie ist das? Jetzt glaube ich erstmal noch ein Stück weitergehen, ne? Hier ist eine Tasche, Leute. Die machen wir auf jeden Fall mal auf. Gucken wir mal, was da so drin ist. Wir haben für das Mega Deluxe Party Paket Glam Freddy bezahlt und Freddy ging kaputt. Kaum, dass er die Bühne betreten hatte. Wir bezahlten dafür, dass er am Tisch sitzt und ein Geburtstagsständchen singt. Er sollte ihr die Torte überreichen. Der Geburtstag meiner Tochter war ruiniert. Da verlangt jemand eine Rückerstattung? Boah, nee, ne?
Sehe ja gar nicht gut. So, wir gucken mal erstmal hier rein. Was geht denn hier eigentlich? Warum bin ich denn so... Ah, okay, Leute. Ich habe mich schon gewundert, warum ich so klein bin. Ich gehe jetzt mal hier so gucken, was hier so... Oh, Chipstüten, Alter. Auch nicht schlecht. Meat Bites? Sind das Fleischbällchen? Und was ist das hier? Das kann man nicht sehen. Aber ich hätte jetzt schon Bock auf ein paar Fleischbällchen. Ich bin ehrlich. Bei mir gab es eben zum Frühstück Cheeseburger. Ja, ich weiß. Komisch, ne? So, kann ich hier rein? Nee, wir haben ja auch noch eine Sicherheitspassstufe. Okay, wir gucken mal weiter. Sieht hier aber auch teilweise aus, Leute. Das sag ich euch doch. Was ist das hier? Hier ging eine Tür auf. Ah ja, hier ist ein Geschenk drin. Das werde ich jetzt erstmal nehmen. Was finden wir da? Das Monty-Namens-Shirt. Oh, wie cool. Ich habe einen Pullover gekriegt. Wow. So, wir gucken jetzt mal, wo dieser Schalter für Freddy sein könnte. Ich glaube halt nicht, dass wir ihn hier so auf lockerer Basis einfach rauslassen können. Genau. Wir brauchen so einen verdammten Fotopass. Ich glaube, ich musste das erst auslösen, ne? Damit ich hier reingehen kann. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt diesen gratis Fotopass. Und ihr merkt natürlich, ich habe das Spiel entsprechend modifiziert. Es läuft nicht mehr zu 100% original. Das ist uns aber auch voll egal. Denn ich will jetzt endlich Freddy... ich meine Huggy. Rausholen. Huggy, mein Bester. Hast du Bock? Huggy? Der steht ja schon da, ne? Da bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Hallo, Huggy. Dein Gesicht bewegt sich komisch. Huggy, Mensch. Ja, komm mit. Lass uns raus hier gehen. Ey, Leute, wie cool, Mann. Ich finde das einfach so nice. Können wir jetzt mal gehen? Komm jetzt mit. Huggy, raus jetzt hier. Ich kann jetzt in Huggy Wuggy reingehen. Oder was? Lol. Okay, jetzt können wir ein bisschen durchziehen, ne? Sehr nice, Alter. Ja, okay, Huggy, Alter, dann let's go. Wir müssen zur Hauptlobby des Pizzaplex. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal entkommen und wir sind vorsichtig, ne? Was war das? Habt ihr den Roboter gesehen da? Nee, ne? Was ist das da hinten, Alter? Hier ist so ein Alligator davor, ne? Der darf, dieser Gator darf da nicht rein. Oha, Vanessa ist hier unten. Das ist diese Security Guard, Leute. Okay, ich bin mit Freddy unter... Also, wenn ich mit Freddy unterwegs bin, bin ich safe, sagt er. Oh, oh. Er fühlt, dass ich beschädigt bin. Oha, Leute. Huggy bringt mich jetzt irgendwo hin, weil er sagt, mir geht's anscheinend nicht gut. Er hat mich jetzt hier einfach rausgebracht. Huggy, danke schön, dass du dir Sorgen machst, mein Süßer. Ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Kommt da jemand? Uff. Na, das ist doch Huggy, Vanessa. Ich finde das so gut. Richtig nice, Leute. Oh je, ne? Vanessa ist ein bisschen sauer, weil sein System ist ja abgestürzt. Und es gibt ja so einen Refund jetzt. Also, die möchten das Geld ja wieder zurückhaben, ne? Wow. Da treibt sich noch ein Kind rum, das weiß Vanessa. Es scheint so, als wäre sie die Chefin hier irgendwie, ne? Also diese Vanessa sagt den Robotern, was die zu tun haben. Und irgendwie ist sie ja nur Security Guard so. Er behält mich sicher. Ey, sein Bauch sich öffnet, Alter. Das sieht so dumm aus, Mann. Ich geh rein, da, Huggy. Deine Magengräte. Gibt's hier irgendwie... Nee, kein Geschenk oder sonst was. Wir gehen mal weiter gucken. Hallo? Hier lang? Wir sind jetzt unter dem Pizzaplex. Okay. Das ist wahrscheinlich hier dieses Riesen-Einkaufszentrum, ne? Oh. Da ist ein Wald. Ist gesehen? Da leuchtet was komisch. Bin sehr gespannt. Hä? Was ist das denn hier? Was macht ihr denn da? Hallo? Die gehören hier irgendwie... Oh Gott, Leute, der Ladestand ist niedrig. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen. Kann das sein, dass ich jetzt irgendwie durchziehen muss? Weiß halt nicht, was passiert, wenn das Ding jetzt irgendwie ausgeht. Ich glaube, das ist auch nicht gut, ne? Beeilen mich mal jetzt. Okay, wir sind angekommen, alles entspannt. Huggy hat jetzt keinen Strom mehr, sagt er. Er kann erst zu Beginn der nächsten Stunde wieder helfen. Okay. Ja, Huggy. Du musst dich aufladen, oder was? Oh nein. Der muss jetzt hier rein, Leute. Der hat noch einen Job in der Playtime Co. Factory. Boah, Alter, mach mir doch nicht so eine Angst. Uff.
Das ist echt nicht normal, Leute. Heiliger Allmann, das sieht so heftig aus. Der Typ ist einfach in dieser Box drin, Mann. Das sieht aus, als hätte ich jetzt hier Experiment 1006 gemacht. Alter, leck mich fett, ist das nice. Okay, Leute, wir speichern hier an dieser Stelle mal ab und öffnen auf jeden Fall nochmal die Tasche hier. Wir gucken uns natürlich noch so ein bisschen um. Neue Nachricht bekommen. Verwahrung der Lebensmittel. Alle Lebensmittel müssen nach Dienstschluss weggeräumt werden. Chica wurde dabei erwischt, wie sie nachts in der Küche aus dem Müll gefressen hat. Die Wartungsreparaturen sind kostspielig und werden vom Gehalt des Küchenpersonals abgezogen. Oh, das ist auch schon wieder interessant. Okay, Leute, wir gehen dann mal weiter. Wir müssen jetzt ohne Hagi einfach durchziehen. Gar keinen Bock. Hä? Hört ihr das? It's Chica. Maybe I could distract her with something. Oh, nö. Chica ist da. Oh, Leute, das ist natürlich schlecht, ne? Was ist das hier unten rechts? Da ist irgendwie so ein Kind oder was? Okay. Wo kommt die jetzt? Oh, habt ihr das gesehen? Ah, also, blaue Umrandung bedeutet, dass du nicht sichtbar bist. Gelbe Umrandung bedeutet, dass gerade ein Bot nach dir sucht. Und rote Umrandung bedeutet, dass du gefunden wurdest. Und wenn rot ist, Leute, rot bedeutet tot. Ja, guck dir die mal an. Guck dir die mal an! Weg hier! Chica! Oh, wir sind mal lieber... Wir gehen mal lieber ganz langsam, ne? So, das sieht ja hier schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Wir können natürlich auch sprinten. Finde ich gut. Irgendwie so eine alte Werkstatt hier. Die würde ich mir mal genauer ansehen. Das ist ja eigentlich ein Foto. Was ist das denn für ein schlecht gezeichneter Freddy, Alter? Der tut mir richtig leid, Mann. Das ist ja schon fast eine Beleidigung, Leute. Oh, nö, ey. So, wir gehen mal weiter gucken. So, was ist das hier? Da ist irgendwie ein Feueralarm oder sowas. Wir gucken mal hier rein. Muss jetzt erstmal schauen. Oh, Leute, da gibt es noch eine Tür. Wir werden die Räume, wir müssen uns die Räume gut vorstellen. Und wir müssen alle Räume natürlich auch mitnehmen. Hier ist jetzt wahrscheinlich die Tür, die in diesen Raum geführt hat. Na ja, das war so klar. Denn riech ich aber... Riecht ihr das? Das riecht nach, als wäre hier irgendwas drin. Oh. Wo finde ich was? Los, zeig's mir. Also, hier ist gar nichts. Kein Problem, alles entspannt. Wir können jetzt hier auch nochmal speichern. Man kann halt oft speichern, das finde ich auch gar nicht mal schlecht. Ich dachte gerade, ich habe da was gehört, ne? Das bedeutet ja eigentlich immer, dass irgendwie Gefahr in der Nähe ist, ne? Aber bis jetzt ist eigentlich alles entspannt so. Alles auf... Alter, leck mich fett, der Alligator! Er will mich verprügeln, Mann! Oh. Oh, was ist das denn? Junge, wie schnell ist der Typ am Rennen? Oh, nö, ne? Chica auch noch im Boot? Was geht denn bei euch ab? Alter, guck den Alligator an, der Typ ist doch Usain Bolt, Mann! Oh, nö! Kommen die jetzt immer noch? Oh, ja, ja, die sind noch da, ne? Die sind noch unterwegs, ja. Und... Ich bin hier im Room. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Ihr seid mal ganz ruhig da drin. Oh. Heiliger. Oh ne, ne? Wir sind jetzt in dem Raum, Leute. Der Strom ist auf 15% runter. Und jetzt... Oh nein, jetzt hämmern die halt an den Türen, ne? Okay. Wir müssen jetzt mal ganz schnell gucken, dass wir hier irgendwie, Oh, nö, mal auf, gegen die Tür zu klopfen, ey! Lass das mal! Ich habe jetzt irgendwie Kameras oder was? Ah, ich sehe hier auf jeden Fall Chica. Interessant. Man kann jetzt irgendwie hier runtergehen und neue Kameras sehen oder was? Ah, und da sieht man jetzt. Aha, aha, aha. Okay, müsst jetzt einfach nur hier rausgehen. Ey, jetzt klopft doch nicht immer dagegen, Mann. Ach du Dulli, ey, ganz ehrlich. Leute, wir sind hier erstmal sicher, ne? Ich glaube, das reicht für heute, oder was? Puh, ich spreche jetzt erstmal ganz in Ruhe ab und dann passt das schon. Das war's mit der ersten Folge zu Five Nights at Huggy Wuggies. Und falls sie euch gefallen hat... Lasst ein Like da, wenn ihr jetzt einmal täglich so eine Folge sehen wollt, dann würde ich sagen, schreibt ihr Hashtag HuggyWuggy in die Kommentare. Würde ich mich freuen. Dickes Küsschen geht raus. Denno out.